Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Hama Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren kompetent und kundennah. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Hama Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren kompetent und kundennah. Hama.ch. Am 20. Oktober wählen wir ein neues Parlament. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Heute und die nächsten Talks sind die Wahlen das grosse Thema. Und ich freue mich sehr, heute das erste Mal zwei Gäste bei mir zu haben. Eine Politikerin und ein Politiker aus der Region, die ziemlich konträre Programme verfolgen. Ich begrüße zuerst Martina Bircher, Gemeinderätin von Aarburg und SVP Grossrätin. Herzlich willkommen, Frau Bircher. Grüezi, Herr Pfister. Und Daniel Hölzle, Präsident der Grünen, Kanton Aargau, Einwohnerrat in Zofingen und sitzt auch im Grossen Rat für die Grünen. Herr Hölzle, die erste Frage an Sie. Ihr beide im Parlament, habt ihr überhaupt gemeinsame Positionen? Wir hocken ja ziemlich vis-à-vis voneinander, wir können uns alle gut winken. Aber ich denke, wir sind beide Eltern von kleinen Kindern und da haben wir, glaube ich, doch ähnlichere Ansichten, als es ist mit dem Rest der Fraktion von der Martina Bircher. Da kommen wir noch ein drauf mit Kinderbetreuung und Vaterschaftsurlaub. Frau Bircher, stimmt es, was der Herr Hölzle sagt? Haben Sie gemeinsame Positionen? Obwohl das politische Programm doch recht weit auseinander liegt. Ja, es gibt auch so Einzelfälle. Also, man kann mich erinnern, wo wir beide auf den grünen Knopf gedrückt haben, wo es um die Abschaffung der Schulpflege gegangen ist. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Eine unvermeidliche Frage an Sie, Frau Bircher, das berühmte Äpfelplakat mit den Würmern drin und die netten Linken, die Schweiz zerstören. Wenn Sie hätten können darüber abstimmen, hätten Sie das also so lanciert? Ja. Vielleicht hätte ich jetzt gerade die Farben weggelassen von den verschiedenen Würmern, aber ich sage immer, so Bildchen, die polarisieren halt einfach. Und jetzt ist das so draussen, jetzt hat man darüber geredet und gut ist, jetzt hoffe ich, jetzt können wir wieder über Sachen reden. Also kein Ja, kein Nein. Sie hat jetzt losiert, nicht so. Wie gesagt, das ist nicht in meiner Macht und ich tue das nicht entscheiden und das sind reine Hypothesen. Herr Hölzle, das ist ein Wurmplakat. Sie sind ja da, die Grünen sind ja einer von diesen Wörern im Öpfel. Also ich habe das Gefühl, dass sich da die SVP auch ein bisschen selber ins Bein schießt. Ich kenne durchaus auch SVP im privaten Umfeld und kann mit denen ganz gut schlagen, wir arbeiten gut zusammen. Und die denken zum Beispiel ein bisschen anders über das Plakat als vielleicht die Parteispitze vom Zürichsee. Und ich glaube, da hat man die Basis irgendwie ein bisschen vergessen bei der SVP und ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Gehen wir doch eins zu den Themen, die Wahlen, Klimadebatte. Sie beide kommen gerade aus einer Klimadebatte im Grossen Rat. Ganz kurz, der hat beschlossen, Projekt zur CO2-Reduktion im Kanton zu planen und umzusetzen. Die SVP ist dagegen gewesen, Sie sind dafür gewesen. Sie, Herr Hölzle, haben eine Interpellation gemacht im Einwohnerrat betreffend Anpassung ans Klima. Für welche konkreten Massnahmen zum Klimaschutz in Gemeinden wie Zofingen und Aarburg setzen Sie sich ein? Also auf der Gemeindeebene gibt es sicher Fragen, jetzt zum Beispiel von der Begrünung von Fassaden, Dachflächen, auch Bäume in der Stadt, also dort, wo es die Hitze halt staut, macht sicher Sinn, wenn mehr Grün rum ist. Auf der Stadt, Gemeindeebene gibt es sicher auch Möglichkeiten, mit den Landwirten zusammen Lösungen zu finden, zum Beispiel bei der Kompostierung, dass man dort klimaneutrale Kompostierung vornehmen kann, je nachdem sogar Biogasnutzung. Also da gibt es wirklich auch auf Gemeindeebene gibt's verschiedene Massnahmen, die man ergreifen kann. An den Orten sind so etwas ausgerufen worden wie ein Klimanotstand. Sollte man so viel so etwas in den Klimanotstand ausrufen? Also ich bin vor allem der Meinung, man muss Massnahmen machen. Und also ob jetzt das mit einem Klimanotstand oder ohne gemacht wird, ist mir schlussendlich egal. Wichtig ist, dass gehandelt wird. Und da sind wir jetzt wirklich, es ist 5 vor 12 und da müssen wir jetzt einfach wirklich Gas geben, vorwärts machen.
5:45 Uhr, Frau Birchin, ein Klimanotstand in Aarburg, wäre das irgendwie eine gute Idee? Ja, absolut nicht, nein. Ich meine, das ist jetzt also wirklich nur polemisch, oder? Weil das bringt genau nichts. Also mit dem hat man das Klima noch überhaupt nicht gerettet. Das kommt, ja, es ist eigentlich die Eigenverantwortung der Leute, wie man sich selber verhält. Wenn ich auf mich selber schaue, dann lebe ich sehr sparsam. Wir haben zum Beispiel nur ein Auto. Wir gehen beide mit der ÖV arbeiten. Ich gehe auch immer in Grossrat mit der ÖV und so. Und ich tue Sachen, trenne alles. Also das fängt bei jedem eigenen an. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf die Gemeinde Aarburg schaue, dann sehe ich ohne irgendwelche Gesetze oder Zwang oder wie auch immer, wir haben das Energiestadtlabel bekommen. Wir haben jetzt die Franken, die mit einer 2000-Watt-Gesellschaft ganz eine tolle Überbauung gemacht. Und das ist alles so passiert, ohne irgendwelche Gesetze und Zwang und Gebühren und weiss ich was. Etwas, was ansteht in den nächsten Jahren, Sie haben gerade das Thema angesprochen, Verkehr, öffentlicher Verkehr, Autobahn. Wie soll die Autobahn so in 20 Jahren aussehen? Aus Ihrer Sicht aus einem sechsspurigen Ausbau, doppelstöckig, so wie heute? Ja, dort ist natürlich das Problem die Einwanderung. Oder? Wir steuern in 10 Millionen Schweiz zu. Wir kommen zu der Einwanderung. Ich möchte von Ihnen wissen, konkret Autobahn, wie soll die in 20 Jahren aussehen? Sechsspurig, doppelstöckig, so wie heute? Also für mich ist es ganz klar, dass auch die Autobahn, also der Individualverkehr, muss können rollen. Stauzeiten sind teuer, das kostet auch die Wirtschaft. Entsprechend müssen wir als Infrastruktur schauen, dass wir das so können zur Verfügung stellen können, also, dass der Verkehr rollt. Sechsspurig. Aber das kann man natürlich eben auch mit der Einwanderung entsprechend, wenn man die würde begrenzen, oder? Also das sind zwei Paar Schuhe. Aber grundsätzlich sage ich, es braucht natürlich staufreies Weiterkommen in der Schweiz. Und ich meine, wenn man heute auf der A1 ist, dann ist es eine Katastrophe. Also da steht man von St. Gallen bis auf Bern und noch weiter. Oder? Was machen wir auf der A1, Herr Hölzle? Also ein Ausbau ist für mich nicht sinnvoll. Schlussendlich, es wird einfach mehr Verkehr geben und danach müssen wir wieder ausbauen. Das ist eigentlich ein Teufelskreis, der nie aufhört. Es braucht andere Konzepte, um dieser Mobilität schwemmig entgegenzukommen. Und da ist sicher der Ausbau vom ÖV ein Thema. Mobility Pricing wäre sicher auch eine Möglichkeit. Insbesondere um natürlich während der Stosszeit, je nachdem zu schauen, dass man den Verkehr auf die Zeit verteilen kann. Der Stau ist ja eigentlich vor allem zu gewissen Zeiten. Und den Rest von der Zeit hat man dann nachher irgendwie drei Spuren, wo eigentlich ein Auto drauf ist. Das ist irgendwie sinnlos. Wir tun das eigentlich selber einschränken. Wir tun eine riesige Autobahn einstellen, die selten gebraucht wird. Also, und das kann es noch nicht sein. Und man muss auch denken, beim Sechsspurausbau, ich bin noch gespannt, wie sich gewisse Leute werden verhalten, die der Autobahn anwohnen und dann nachher auch enteignet werden, weil sie im Land müssen hergeben für die Autobahn. Mobility Pricing? Ja, eben die Argumentation geht natürlich gar nicht auf. Oder? Ich meine, auf der einen Seite sagt man ÖV ausbauen. Der ÖV ist heute schon am Anschlag. Ich stehe regelmässig, wenn ich von Olten auf Bern gehe, im Zug. Oder? Und also dort sind wir an der Kapazitätsgrenze. Wir sind im Individualverkehr an der Kapazitätsgrenze. Da kommt jetzt die Forderung wieder mit Gebühren, mit Pricing etc. Gleichzeitig geht man aber den Steuerabzug für den Arbeitsweg senken, oder? Verlangt eigentlich von den Leuten, dass man aber 2 Stunden mindestens muss haben als Arbeitsweg, oder? Das gilt das zumutbar, die Arbeitsstelle anzunehmen. Man geht gleichzeitig den Steuerabzug für den Arbeitsweg senken und will jetzt noch Mobility Pricing einführen. Die Argumentation geht absolut nicht aus. Wie gesagt, also schlussendlich sind es nur zu kurzen Zeiten, wo die Überlastung ist. Und das Ziel muss sein, dass man das auf die Zeiten verteilen und dann nachher haben wir die Problematik eigentlich auch nicht mehr. Ja, auf der Arbeitsstelle kann man halt jetzt nur zu Tageszeit schaffen, oder? Wir werden Ihre unterschiedlichen Positionen ein bisschen spüren. Haben wir jetzt schon gespürt. Ich werde zu ein paar anderen gehen. Ein ganz konkretes Thema, Legalisierung von Cannabis, Frau Bircher. Ja oder nein? Schon die Frage. Also, auf der einen Seite machen wir überall Rauchverbot, oder? Und jetzt reden wir aber im gleichen Atemzug über Legalisierung vom Cannabis. Oder? Also ich glaube, das sagt schon alles. Also nein. Absolut nein. Also eben, das Rauchen ist ja nicht verboten an sich und Cannabis wird so oder so geraucht. Aus meiner Sicht ist es nicht wesentlich, also es ist eigentlich auch eine weniger gefährliche Drogen als Alkohol. Alkohol verursacht viel mehr Probleme. Also wenn man konsequent sein will, müssen wir eigentlich eher über ein Alkoholverbot reden, wenn man gegen die Legalisierung von Cannabis ist.
Gehen wir zu einem Thema, das gerade im nationalen Parlament, wo Sie dann vielleicht sitzen, jetzt läuft, Vaterschaftsurlaub. Da gibt es ja ganz verschiedene Vorstellungen. Sie haben beide Kinder, Sie haben ein Kind, ein kleines, Sie haben zwei kleine Kinder. Da gibt es intensive Diskussionen. Ganz konkret, Herr Hölzli, für welches Modell und wie viel Vaterschaftsurlaub setzen Sie sich ein? Also ich finde, es sinnvoll wäre, eine gemeinsame Elternzeit, wo man selber kann, wo die Eltern können einteilen können, wie, wo, was, was sie die Elternzeiten nachher aufteilen untereinander. Und wie gross soll die etwa sein? Da gibt es ja verschiedene Grössenordnungen, die auch in Diskussion bis 30 Wochen, je 15 Wochen. Also so im Rahmen je 15 Wochen würde es durchaus sehen. Herr Bircher? Also ich muss sagen, ich habe es sehr geschätzt, als mein Mann daheim war und mich konnte unterstützen. Er hat von seinem Arbeitgeber 2 Wochen Vaterschaftsurlaub bekommen. Das begrüsse ich natürlich sehr, wenn da die Unternehmungen auf freiwilliger Basis... Aber Sie können sagen, heute ist gesetzlich... Ein Tag. Genau. Und das ist gleich viel wie zügeln. Und dort verstehe ich natürlich schon die Argumentation, ein Kind bekommen ist gleich viel wert in unserer Gesellschaft, wie wenn man zügelt. Da habe ich absolut Verständnis. Was ich mir sehr gut könnte vorstellen, meine, ich habe es jetzt selber gesehen, ich bin nach 8 Wochen Wochenbett, bin ich in dem Sinn schon wieder fit gewesen und hatte können Termine etc. wahrnehmen, so dass ich eigentlich mir könnte vorstellen, dass man vom Mutter Anteil, oder? Also ich habe jetzt gesetzlich ist ja 14 Wochen, ja. Ich habe eine schönere Situation, kann ich 18 Wochen gehabt, dass ich dort eigentlich mit meinem Partner wie mich könnte absprechen und dann könnte ich noch ein paar Wochen oder so abgeben und das würde dann auch nicht finanziell die Wirtschaft oder den Staat belasten. Also bei 14 Wochen bleiben, aber auch eine Art Elternzeit. Zum Beispiel. Ja. Nächstes Thema, Rentenalter 67. Da gibt es ja auch total unterschiedliche Vorstellungen. Darf ich bei Ihnen anfangen, Frau Bircher, wie lange sollen Männer und Frauen in diesem Land arbeiten künftig? Ja, also zuerst einmal sicher gleich. Wir reden von Gleichberechtigung. Dann finde ich auch, dass Frauen gleich lang sollen arbeiten wie Männer. Das ist das Erste. Nachher haben wir das Zweite, eben, ob beide dann bis 67 sollen arbeiten. Die Leute werden immer älter, das ist klar. Von dem her ist dann eigentlich konsequent, ja, muss dann eigentlich sein, dass man auch länger schafft. Einfach etwas möchte ich sagen. Da müssen wir dann auch wieder konsequent sein und sagen, wenn dann die Leute schon bis 67 arbeiten, dann muss es dann auch Arbeitsplätze geben für die Leute. Und es darf nicht so sein, wie es zum Teil heute ist, dass man billiges Personal aus dem EU-Raum holt, dank Personenfreizügigkeit, und nachher mit 50 oder 55 jährig tätige Leute auf die Straße stellen. Das darf dann nicht sein, dann muss aber man dort regeln. Rentenalter 67 für alle. Genau. Ja. Herr Hölzli, Ihre Partei ist da. Ziemlich. Ich finde, es muss einfach flexibilisiert sein. Und eigentlich, meine Meinung ist, wer viel verdient, soll länger arbeiten. Schlussendlich auch die viel verdienen, die haben meistens einen Beruf, der körperlich nicht so anstrengend ist. Und ich, wenn ich mir vorstelle, jemand auf dem Baumaurer oder Strassenbauer bis 67 arbeiten, sehe ich natürlich überhaupt nicht. Oder? Und insofern denke ich eigentlich, die sich sowieso für unersetzbar halten, weil sie so einen wichtigen Job haben, die sollen ruhig auch länger arbeiten. Und dort habe ich kein Problem, wenn die auch noch länger als 67 arbeiten. Also wirklich gewisse Berufsgruppen würde ich in Ihrer Vorstellung ausgenommen oder eben müssen weniger lang arbeiten, wenn ich das richtig verstehe? Also einfach bei gewissen Berufen muss man irgendwo wirklich sagen, also bis 67 arbeiten, das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, dann ist es auch nicht mehr wirklich dann produktiv. Gehen wir doch zu einem regionalen Thema, das Schlagzeilen gemacht hat, Schulpflege. Der Rechtsschreib von der Schulpflege Aarburg, die hat den Steuerzahler sehr viel Geld gekostet. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch im Kanton Aargau, die Schulpflege überhaupt abzuschaffen. Wie stehen Sie dazu, Frau Bircher? Ja, das begrüsst sich natürlich, weil man sieht einfach in der Praxis, dass die 3-Ex-Beziehung überhaupt nicht funktioniert. Oder? Wir haben eigentlich die Schulpflege, die dürfen über alles bestimmen, was das Thema Schule angeht. Oder? Nachher haben wir die operative Führung von einer Schule mit der Schulleitung, die dann das umsetzen müssen, was ihnen die Schulpflege sagt. Und dann haben wir dann noch als dritten Player den Gemeinderat, der einfach zahlen darf. Also wir sind dann eben für das Geld verantwortlich, dürfen aber gar nicht mitbestimmen. Und das ist ja immer mein Grundsatz in der Politik, wer zahlt, befiehlt. Darum muss man die Schulpflege abschaffen und der Gemeinderat soll auch mitreden. Können Sie da gemeinsame Positionen? Sie haben eingangs erwähnt, möglicherweise, wenn wir da an den Knopf
gedrückt? Ja, gleich? Wir haben eine gemeinsame Position, aber den Knopf haben wir, glaube ich, nicht gleich gedrückt. Ich bin der Meinung, ich habe mich dort enthalten, weil ich sozusagen meine eigene für die Abschaffung von meinem eigenen Chef gestimmt hat als Schulleiter. Und also ich bin der Meinung, ich habe mich enthalten dort. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass die Abschaffung von der Schulpflege Sinn macht, weil es wirklich einfach auch von den Kompetenzen her macht es eigentlich zum Teil wirklich komplizierter jetzt auch für mich als Schulleiter, wenn da noch eine Ebene dazwischen ist. Und es ist zudem auch nicht immer einfach, Leute zu finden für die Schulpflege in kleineren Gemeinden gerade. Und schlussendlich im Gemeinderat gilt das Gleiche. Und eigentlich ist dann eine Konzentration von diesen Gremien auf ein Gremium. Und dass die Kompetenz wirklich für alles ist, macht für mich auch Sinn. Gehen wir noch zum Thema Migration, das Sie schon angesprochen haben, Frau Bicher. Sie haben einen aktuellen Vorstoss gemacht im Kantonsparlament. Der Staat soll bei Sozialhilfebezügern für maximal 3 Kinder aufkommen. Also Beschränkung auf 5 Personen, quasi 3 Kinder sind genug. Sie sind ja bekannt für eine harte Migrationspolitik, aber das ist jetzt einfach also noch ein bisschen Wahlkampf wahrscheinlich gemacht über den Vorstoss. Überhaupt nicht. Also wer mich kennt, sieht, dass ich ständig, ob wir Wahljahr haben oder nicht, immer Vorstöße einreiche zu gewissen Problematiken, die ich eben halt aus der Praxis und aus der Front gesehen habe, was dort für Missstände herrscht. Und der Vorstoss, der zielt in dem Sinn darauf ab, dass vor allem Leute aus der Asylschiene nachher vor Sozialhilfe leben und dann Grossfamilien haben mit 5, 6 und mehr Kindern. Und wenn man schafft, also die arbeitende Bevölkerung, oder, die überlegt sich, kann ich mir ein Kind ein weiteres leisten, weil ja, ich habe dann keine Lohnerhöhung, die Krankenkassenprämie vom Kind muss ich auch selber zahlen, meine Wohnung ist dann vielleicht ja, zu klein, ich muss dann in eine grössere Wohnung, kann ich mir dann den Mietzins leisten? Und das müssen sich Leute in der Sozialhilfe überhaupt nicht machen, weil einfach es ist ein Automatismus in der Sozialhilfe. Mit jedem zusätzlichen Kind hat man mehr Anspruch auf Geld, einen höheren Anspruch auf Miete, die Krankenkasse wird zahlt, Babyausstattung gibt es und. Und das ist eine Ungleichbehandlung zwischen der arbeitenden Bevölkerung und denen, die von Sozialhilfe leben. Und beim 3 habe ich gesagt, weil ich sage mal, in unserem kulturellen Kreis ist es, ja, ist es so ein bisschen normal, dass man vielleicht etwa maximal 3 Kinder hat. Und wenn dann, es darf jeder so viele Kinder haben, wie er will, ich will das nicht einschränken, aber dann soll man einfach selbstverantwortlich sein und das finanziell können tragen. Was sagen Sie zu diesem Vorstoss? Ja, für mich bringt das überhaupt nichts. Schlussendlich, die Leidtragenden sind Kinder, die können überhaupt nichts dafür, wenn da nachher weniger Geld rum ist. Die Integration von diesen Kindern wird nur noch umso schwieriger. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die dann schlussendlich auch nicht die Einstieg in die Berufswelt schaffen, ist für mich deutlich grösser, wenn sie eigentlich so mit einem Handicap starten. Und insofern finde ich es wichtiger, wenn wir wirklich schauen, dass wir Kinder gut integrieren, dass wir bei der Berufswahl sie gut unterstützen und sie, vor allem, das ist eigentlich für mich einer der wichtigsten Schritte, dass man sie in eine Lehrstelle einbringt und dann nachher, wenn das mal geschafft ist, hat man viel erreicht und das muss eigentlich das Ziel sein. Also der Vorstoss, der tut dem gar nicht widersprechen, weil das ist mir schon ich meine, das Geld bekommen die Eltern. Wie das Geld ausgegeben wird, können wir gar nicht beeinflussen. Und ich bezweifle, dass es also an gewissen Fällen eben gar nicht bei den Kindern nämlich landet. Und dass man die Integrationsbemühungen macht, dass die Kinder einen Job sollen finden und den Berufseinstieg und so, da bin ich die Letzte, die sich gegen das wehrt. Aber der Vorstoss hat jetzt gar nicht mit dem zu tun. Man muss sicher davon ausgehen, dass weniger bei den Kindern landet. Und das wird der Schuss ins eigene Beweis sein, da bin ich hundertprozentig sicher. Ist es auch eine Grundrechtsfrage? Also Recht auf Familie ist ja etwas vom Fundamentalsten, was es überhaupt gibt in den Grundrechten. Also Grundrecht aushebeln mit quasi so einer... Nein, überhaupt nicht. Also man kann nach wie vor 4, 5, 6 Kinder haben, aber dann soll man es selber finanzieren können. Weil die arbeitende Bevölkerung macht sich genau die gleichen Gedanken. Die können ja auch nicht einfach noch ein Kind mehr und noch mal ein Kind und dann 7, 8 Kinder in einer Familie haben, wenn man sich das nicht leisten kann. Also grundsätzlich ist es natürlich ein Eingriff in Grundrechte, aber ich bin eigentlich wirklich auch der Meinung, dass man nicht irgendwie, weiss nicht, wie viele Kinder hat. Das ist einfach wirklich in der heutigen Zeit irgendwo kontraproduktiv. Aber ich glaube nicht, dass es über ein Verbot, wo ja die SVP immer gegen Verbot ist. Es ist kein Verbot. Nein, es ist nur eine Deckelung. Und wer mehr Kinder hat, ja, aber dann muss es halt selber zahlen, ja, oder? Also, es ist kein Verbot. Es geht nicht richtig Verbot, natürlich. Nein. Wenn wir noch zu einem Thema, das in den nächsten Monaten und Jahren das Top-Thema sein wird, Rahmenvertrag. Über 50% der Güter und Dienstleistungen aus dem Bezirk Zofingen gehen in Export.
Sie sind möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen gegen den Rahmenvertrag, Frau Bircher. Ja. Wahrscheinlich wegen der Personenfreizügigkeit. Genau. Weil das heisst, das will man über die Hintertür EU-Bürgerrecht einführen. Das heisst, alle Leute, die im EU-Raum wohnen, sind dann automatisch eigentlich auch Bürger von uns und haben dann alle die gleichen Ansprüche. Und es ist ja heute schon sehr schwierig, weil wir ja alle immer gleich behandeln müssen, oder? Also ob jemand jetzt in unser Sozialwerk eingezahlt hat oder nicht, interessiert ja den Gesetzgeber nicht, sondern sobald jemand da ist, muss er am Schweizer Was oder sagen Sie, die Wirtschaftsvertreter aus der Region, die sagen, mit dieser Position torpediert eigentlich die SVP die Wirtschaftskraft von der Schweiz und die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz, der Kampf gegen das Rahmenabkommen? Nein, wir haben den bilateralen Weg und der bilaterale Weg hat bis jetzt die Wirtschaft immer profitieren können. Und da hat auch die SVP immer gesagt, dass wir für den bilateralen Weg sind. Aber mit dem Rahmenabkommen probiert man jetzt einfach mit dem Hintertürchen eigentlich uns schon wie an die EU anzugleichen, respektive einzubinden, so wie wir uns ja eigentlich immer gegen den EU-Beitritt erfolgreich gewährt haben, zum Glück. Herr Hölzli, wie würden Sie sich verhalten im eidgenössischen Parlament, punkto Rahmen? Also eben, beim Arbeitnehmerschutz wäre es sicher sinnvoll, wenn wir dort noch mehr rausholen könnten. Aber schlussendlich müssen wir einfach sagen, wir sind wirklich halt wirtschaftlich von der EU abhängig. Und man sieht jetzt zum Beispiel auch in England, eigentlich was, wie weit das man kommt mit diesen populistischen Ideen. Dort hat das auch bis jetzt überhaupt nicht funktioniert, was dort die EU-Gegner versprochen haben. Und ich glaube, das wird in der Schweiz ähnlich sein. Ich gehe sogar davon aus, wenn wir den Rahmenvertrag schlussendlich, wenn wir nichts zustande kriegen, dass irgendwie früher oder später wird auf einen EU-Beitritt rauslaufen, weil schlussendlich wir werden merken, dass es eben nicht ohne EU geht. Jetzt haben wir noch schauen, ob wir noch in meinem letzten Thema eine gemeinsame Position finden. Sie haben einen Vorstoß gemacht, Anfangsjahr, einen sogenannten Lärmblitzer. Mhm. Das ist ein Thema, das Sie offenbar stört. Können Sie kurz erklären, warum und was Sie beabsichtigen? Der Grund ist natürlich, wir gehen stark geht, dass wirklich Millionenbeträge aus zum Lärmsanierungen vornehmen. Wir tun eigentlich an Fenster von Hauseigentümern zahlen, wir tun Lärmschutzwände aufstellen und so weiter. Aber beim Verursacher schaut man eigentlich überhaupt nicht hin. Also es wird relativ wenig gebüßt gegenüber solchen Leuten, die absichtlich Lärm machen mit dem Auto. Und ich denke, da müssen wir unbedingt ansetzen. Und es geht den Leuten auch wirklich einfach auf den Geist. Eine gemeinsame Position? Nein, nicht wirklich. Bussen ist nie so meine Position. Da bin ich natürlich nicht dafür. Wenn man schaut, eben, also, wenn man von diesen Autos redet, die Lärm verursachen, das sind irgendwie tiefer geleitete BMWs, dann würde ich es bevorzugen, dass man vielleicht mal beim Leasinggesetz anfangen würde. Da sind wir aber gleich wieder bei einer gemeinsamen Position, in dem Fall auch keine Bussen für Cannabiskonsum. Letzte Frage, wie viel wird Ihre Partei machen bei den Wahlen? Wählerratteil? Ich gehe davon aus, dass wir zulegen. Wichtig ist jetzt sicher, dass den Leuten bewusst ist, dass wir jetzt die Grünen wählen müssen. Da müssen wir sicher noch mobilisieren. Also geschenkt wird es nichts. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir werden zulegen. Und die gleiche Frage noch Sie, Frau Bircher. Wie viel werden Sie Wähleranteil holen, die SVP, die ein bisschen unter Druck ist in den letzten paar Monaten? Wir haben natürlich sehr einen hohen Wähleranteil und unser Ziel wird sein, den können zu behalten. Dann wünsche ich Ihnen beiden viel Glück in dem Wahlkampf. Vielleicht sieht man sich dann nach der Wahl wieder in dieser Konstellation. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie da sind. Wir sind natürlich nächste Woche mit einem Talk wieder für Sie da. Bei mir sind zwei andere Kandidaten. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der HAMA Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren kompetent und kundennah. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. HAMA Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren kompetent und kundennah. hama.ch